Sehr geehrte Zuschauer, heute spreche ich mit einer Prominenten, für die der Spruch Adel verpflichtet eine besondere Bedeutung innehat. Als Familienoberhaupt und taffe Managerin rettete sie einst die Zukunft eines der wichtigsten Adelsgeschlechter Europas. Heute beweist sie Mut, indem sie Stellung und Haltung zu aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen bezieht. Als eine der bekanntesten Vertreterinnen des deutschen Adels und Kämpferin für konservativ-katholische Werte nutzt sie ihre Prominenz, um Klartext zu reden und wird dafür von vielen geschätzt. Für ihre Kritiker hingegen ist sie die empörende Verkörperung einer rechtspopulistischen Anhängerin von Verschwörungstheorien. Auf St. Emmeram in Regensburg, dem Schloss und offiziellen Sitz der Familie, sind wir heute zum Gespräch verabredet. Hier bei Auf 1 in Exklusiv das Interview zu Gast, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Liebe Fürstin von Thurn und Taxis, ich freue mich, dass wir uns heute hier zum Gespräch treffen in Schloss St. Emmeram, Ihrem Familienstammsitz und dem Schloss, in dem jedes Jahr die Regensburger Festspiele stattfinden. Und der Weihnachtsmarkt. Und der Weihnachtsmarkt, der kurz vor der Tür steht sozusagen. Ja, es ist natürlich überall durch die Presse gegangen, dass der größte Sponsor der Regensburger Schlossfestspiele dieses Jahr, BMW nämlich, das Sponsoring für dieselben angekündigt hat, auslaufen lassen zu wollen. Es gab keine so ganz klaren Erklärungen, aber dem vorausgegangen, was zumindest in den Medien kolportiert wurde, waren ja einige Boykottaufrufe von Regensburger Kulturschaffenden angesichts ihrer vermeintlichen rechtskonservativen Radikalisierung. Dazu müssen wir natürlich sprechen. Es gab sogar hier vom Gewerkschaftsnachwuchs des Deutschen Gewerkschaftsbunds Demonstrationen, die ihre Enteignung forderten, auch sehr illuster. Und der Auftakt der diesjährigen Festspiele wurde begleitet von einigen hundert Demonstranten. Jetzt sind Sie ja dafür bekannt, dass Sie sich gesellschaftspolitisch durchaus mit kernigen Worten melden und diese auch kritisch kommentieren. Sie werden von vielen Menschen dafür bewundert. Aber wer Bewunderer hat, hat auch Kritiker. Gibt es Momente, in denen Sie an Ihrem eigenen Mut zweifeln? Nein, natürlich nicht. Wir müssen sagen, wir haben natürlich, also ich habe jedenfalls die letzten 40 Jahre, das ging schon bei der Hochzeit los, immer Protestveranstaltungen, Protestveranstaltungen vorm Schloss gehabt. Und ich habe das immer, oder wir haben das immer als demokratisches Zeichen gesehen, dass die Leute, die eben vielleicht auch etwas eifersüchtig sind auf den Erfolg oder auch Leute, die irgendwie ein anderes Anliegen verfolgen, dass die sich also da ihren Unmut äußern können. Das ist im Grunde genommen für mich normal, das war immer schon so. Dieses Jahr war es besonders auffallend, weil auch die Medien das so darüber berichtet haben, und zwar bundesweit. Das hat natürlich auch hohe Wellen geschlagen und hat uns auch Besucher gebracht. Also insofern war ich auch ganz dankbar für diese negative PR, denn die negative PR bringt genauso viel PR wie eine positive PR. Die Leute kommen und wir hatten also wirklich schöne Festivals. Wir hatten sogar eine Kleberin. Und aber nur eine, ne? Das leider nur eine, muss ich sagen, weil wer was auf sich hält und wer wirklich eine wichtige Veranstaltung ist, der hat mindestens drei Kleber. Also ich hatte es ein Kleber, aber immerhin, ich meine für Regensburg und für eine Kulturveranstaltung mitten in Regensburg ist doch ein Kleber besser als kein Kleber. Also insofern, auch damit kamen wir wieder schön in die Presse. Das war auch gut. Und dann wurde das Mädchen ja befragt und das Mädchen wusste gar nicht genau, die wurde bezahlt. Die hat also das Ticket bezahlt, die ist ja dann ausgefragt worden bei der Polizei und einer von unseren Leuten war dabei. Und man hat sie dann gefragt, was sie denn wirklich für ein Anliegen hat und hat sie gesagt, das war für mich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ganz ehrlich, ich bin ideologisch völlig offen, aber man hat mich gut bezahlt, deswegen habe ich mich hier angeklebt und ich fahre jetzt auch wieder nach Hause. Also insofern,
es ist alles so ein bisschen auch dadurch wachsen. Es gibt natürlich die echten Ideologen, die wirklich ein Anliegen haben und die wirklich etwas auf dem Herzen haben. Und dann gibt es natürlich Mitläufer, die gerne die Tagesgage nehmen und da ein bisschen Radau machen. Aber das hat es auch schon immer gegeben. Mhm, Aber Sie haben ja jetzt gerade gesagt, dieses Jahr war es anders, auch wenn es in der Vergangenheit öfters Proteste gegeben hat, weil die Medienberichterstattung anders war. Wie war die denn anders? Nein, die Medienberichterstattung war vor allen Dingen umfangreicher. Es wurde ja deutschlandweit berichtet. Früher war das ein regionales Phänomen. Und jetzt wurde, also auch in Berlin konnte man lesen, dass ein Boykottaufruf, und das ist sowohl für die Boykottaufrufer ein Riesenerfolg gewesen, weil die kannte vorher keiner. Selbst in Regensburg habe ich den Lokalredakteur, der wirklich jeden kennt, gefragt, ob er eine Person aus dieser kunstschaffenden Leute kennt. Sagte er ganz ehrlich, Fürstin, nein, ich kenne keinen einzigen. Also auch für die Kunstschaffenden, deren Namen ja auch aufgeführt wurden, war es ein Erfolg, weil die können auch damit jetzt immer wieder kommen, weil dann haben sie es wenigstens sicher, dass sie vielleicht nicht ob ihrer Kunst, aber zumindest wegen dem Radau, dass der Name publiziert wird. Das ist doch schon mal was. Und ich hatte das Gute, dass eben über Regensburg und über unser Schloss berichtet wurde. Das ist ja für uns wichtig, weil wir brauchen die PR, weil wir sind ein Kultur, wir sind Kulturschaffende, wenn Sie so wollen, mit unserem Schloss. Wir richten das Schloss her, wir erhalten es, damit die Menschen zu uns kommen, damit wir die Besucher durchs Schloss führen können und damit die Menschen Freude an Regensburg haben. Wir sind ein Teil von Regensburg und Regensburg ist reich an Kultur. Wir haben ja hier von der Römerzeit bis ins 19. Jahrhundert haben wir die verschiedensten architektonischen Beispiele. Wir haben noch die alten Römerstraßen, dann bis hin eben zu unserem Schloss St. Emmeram. Die ältesten Teile sind ja 1000 Jahre alt. Also insofern freuen wir uns, wenn die Menschen zu uns kommen und wenn es auch Proteste gibt. Mein Gott, warum sollen die nicht protestieren, wenn sie protestieren wollen? Wichtig ist, dass niemals ein Mensch an Leib und Leben irgendwie gefährdet wird oder dass man irgendwie körperlich, das wäre natürlich dann schon eine andere Größenordnung. Aber wenn es nur darum geht, dass man eben protestiert, dann finde ich, dann darf das jeder. Ich protestiere ja auch die ganze Zeit. Ja, aber natürlich ist es sicherlich wahrscheinlich schade, wenn jetzt größere Sponsoren sich durch solche Aufrufe einschüchtern lassen. Haben Sie da Sorge, dass sich das vielleicht auf andere Sponsoren auch noch auswirken könnte und dass dann vielleicht Gelder fehlen, um dieses schöne Ereignis jedes Jahr durchführen zu können? Naja, da haben Sie schon recht. Schade ist es jedenfalls, aber man muss natürlich sagen, auch die großen Unternehmen stehen ja unter großem Druck für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Und man möchte natürlich, gerade wenn man Produkte zu verkaufen hat, möchte man dem Zeitgeist, muss man sich sogar dem Zeitgeist andienen. Es gibt ja wenig Menschen, die Möglichkeit haben, gegen den Zeitgeist zu schwimmen. Und diejenigen, die Möglichkeit haben, gegen den Zeitgeist, die sagen meistens nichts aus Angst. Also es gibt praktisch, und Angst kann man niemandem zum Vorwurf machen, denn Angst ist etwas, das hat man oder man hat es nicht. Aber jedenfalls ist auf die im öffentlichen Raum wirkenden Unternehmen und Körperschaften, ob das jetzt öffentlich oder privat ist, ein enormer Druck. Der Zeitgeist verlangt, dass man mit dem Zeitgeist geht. Und wenn da jemand ausschert und vielleicht auch etwas laut ist und man die Befürchtungen haben könnte, dass die Kundschaft dadurch verängstigt oder verärgert wird, ja, da muss man reagieren. Natürlich finde ich es schade, weil das, was an Vorwürfen kam, war völlig absurd. Ich war noch nie gegen Diversität. Ich war auch noch nie homophob. Alles dieser Punkte, die da aufgeführt waren, stimmen nicht. Aber auch das sind wir heute gewöhnt. Denn die Lüge ist salonfähig geworden. Denn leider nach Machiavelli, der Zweck heiligt die Mittel. Es war früher nicht so. Früher hat man gesagt, man muss sich schon irgendwo an die Wahrheit halten. Sie spinnt zwar, aber das kann man ihr nicht vorwerfen. Oder sie hat eine politische Ansicht, die uns nicht passt, aber sie ist jedenfalls, man musste sich ein bisschen an der Realität, das muss man heute nicht. Heute können sie verunglimpfen, wen sie wollen. Und wenn man vielleicht auch häufig genug verunglimpft, bleibt irgendwas im öffentlichen Gedächtnis haften. Das ist ja vielleicht auch die Taktik dahinter. Aber ich möchte noch mal auf das zurückkommen, was Sie eingangs gesagt haben. Sie sind ja auch unternehmerisch tätig. Sie führen Unternehmen. Und glauben Sie, dass es heutzutage überhaupt noch möglich ist, unternehmerisch erfolgreich tätig zu sein, wenn man sich nicht dem Zeitgeist unterwirft? Es ist ja mehr oder minder eine Unterwerfung, die erfordert wird.
Wir sehen jetzt eben bei dem Thema Sponsoring. Der Hauptsponsor hat ja auch die Charta der Vielfalt unterzeichnet, setzt sich für Diversität ein und ist dadurch automatisch angreifbar. Und auf der anderen Seite Unternehmer, die vielleicht sagen, ich möchte so eine Charta gar nicht unterzeichnen, die haben dann automatisch ein Problem, Kundschaft zu generieren, wenn alle anderen sich dahingehend positiv zum erforderlichen, also das darauf, zum Zeitgeist positionieren. Also das wird man, im Nachhinein kann man das gut studieren. Im Augenblick ist zu kurzfristig. Ich persönlich meine, dass der Verbraucher, der Kunde Authentizität schätzt und Ehrlichkeit. Und das kann vielleicht mal momentan durch irgendwelche Werbe- oder PR-Strategien durcheinander gebracht werden. Aber wir haben das ja in Amerika bei Budweiser gesehen und auch durchaus bei anderen großen Firmen, die sich eben zu stark der Straße, also dem Mob angepasst haben. Und das ist zurückgefallen. Also die Aktie ist gefallen und man hat also große Verluste hinnehmen müssen. Das war jetzt dem Eigentümer egal, weil dem gehören alle Brauereien. Das heißt, wenn der eine nicht Budweiser getrunken hat, dann hat er das andere Bier genommen. Aber man hat gesehen, dass diese Kampagne, diese Regenbogenkampagne bei Budweiser dem Kunden nicht gefallen hat. Und so geht es auch bei anderen. Aber das, also ob das jetzt ein Erfolg wird langfristig, ob die Unternehmen besser fahren, wenn sie sich dem Zeitgeist anpassen oder nicht, das entscheidet dann der Verbraucher. Und ich merke nur bei den Verbrauchern immer, bei allem, auch bei mir selber, ich möchte lieber jemand Authentisches haben, als etwas, das dem Zeitgeist hinterherläuft. Ist das auch eine Rückmeldung, die Sie, wenn Sie jetzt positive Rückmeldungen von Menschen bekommen, häufig zu hören kriegen, dass Sie authentisch sind? Denn das ist ja wirklich die Seltenheit geworden, dass man etwas sagt, was nicht dem landläufigen sogenannten Mainstream entspricht. Und das ist ja auch das, was von den Medien, wenn sie sich äußern, begierig aufgeschnappt wird, wenn es vielleicht Worte, Sätze, Äußerungen sind, die eben nicht von allen anderen gesagt werden. Kriegen Sie das als positives Feedback? Also mein Feedback bei den Menschen ist durchweg positiv. Die Leute bedanken sich bei mir, dass ich Dinge ausspreche, die sie sich nicht auszusprechen trauen. Hier auch in Regensburg, überall. Besonders wenn sie unterwegs überall. Sind? Überall, auch im Ausland. Also ich sag jetzt ja nicht so dolle Sachen. Also ich meine, das, was ich sage, ist eigentlich der gesunde Menschenverstand. Und jeder, auch die Jugendlichen heute, die das hören, die müssen sich an ihre Omas und Opas erinnert fühlen, wenn sie denn noch haben oder sie ab und zu im Altersheim besuchen. Es ist jetzt nicht so weit hergeholt. Also es ist eigentlich mehr gesunder Menschenverstand. Aber wenn das natürlich so radikalisiert wird, da kann ich ja nichts dafür. Also insofern, ich bin, wie ich bin. Und ich habe immer schon auch als junger Mensch frei Schnauze geredet und ich bin auch gerne bereit zu diskutieren. Aber ich habe auch gemerkt, dass eben nicht diskutiert werden will. Es war sogar diese Band, die hier war, die Revolverhelden, die haben ja behauptet, ich sei gegen die Immigration von Migranten. Und da habe ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Ich wollte gerne mit denen diskutieren, habe gefragt, ob sie ein Stündchen Zeit hätten, haben die abgelehnt. Also daran sieht man auch, ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr wirklich um die Sache, sondern man will einfach diesen Moment mitnehmen und diese einfach protestieren um des Protests willen. Aber inhaltlich will man sich gar nicht auseinandersetzen. Ich bin nämlich nicht für Migration, ich bin nur für geregelte Migration. Sie wurden lange Jahre ja eigentlich sehr, sehr positiv von den Medien begleitet. Oder wenn man sie irgendwo gesehen hat, das war immer eine tolle Schlagzeile wert. Jetzt hat man so das Gefühl, der Mainstream hat sich so etwas gegen sie gewendet. In einem Bericht wurden sie als Popstar der Ultrakonservativen bezeichnet. Würden Sie das eher als Auszeichnung oder als Beleidigung empfinden? Auf jeden Fall eine Auszeichnung, weil ein Popstar ist ja sehr positiv besetzt. Das ist ja durchaus, wer sind denn die Popstars? Michael Jackson, die Rolling Stones, Bruce Springsteen, die noch in hohen Jahren ausverkaufte Musikkonzerte haben, ausverkaufte große Olympiastadien. Also das ist eine Auszeichnung. Wobei ich sagen muss, es gibt natürlich wesentlich prominentere Leute, die viel eloquenter sprechen als ich und noch viel mehr wissen. Nehmen Sie nur die Eva Vladinger-Brock.
die junge Dame, die junge Blonde, die ist super. Und dann haben sie natürlich auch in England haben sie sehr lustige Komödianten. Dann haben sie in Amerika den Jimmy Dore oder den Jackson Hinkle. Die sind natürlich Komödianten, die aber das politische Geschehen, die sind auch links übrigens, aber die sind sehr, sehr kritisch, was die amerikanische Regierung anbelangt. Aber der Jackson Hinkle zum Beispiel ist Kommunist. Aber der ist, ich bin mit dem, mit allem, was der so sagt, bin ich einverstanden. Er ist halt sehr, sehr kritisch, was Kriegführung anbelangt. Und auch der Jimmy Dore ist also sehr, sehr kritisch der amerikanischen Regierung. Darüber sind aber alles Leute, die aus dem linken Lager kommen. Das ist ja auch ein interessanter Punkt. Geht es überhaupt noch um links und rechts? Oder geht es eigentlich darum, dass zu den Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft kritische Diskussion gehört und wir uns eigentlich immer mehr gesellschaftlich hin zu einer Konsensgesellschaft entwickelt haben, die mit Kritik und auch kritischen Diskussionen gar nicht mehr umzugehen weiß vielleicht? Ich glaube, sehr sicher sagen zu können, dass die klassische Linke vom Großkapital usurpiert wurde und dass man denen einfach Inhalte gefüttert hat, die ganz zufrieden. Also ganze Identitätspolitik hat ja eigentlich mit Linkssein nichts zu tun. Linkssein geht es darum, dass man den Arbeitnehmern anständig bezahlt und ihre Rechte vertritt und dass man eben nicht unfair ist am Arbeitsplatz und dass man die Leute fair behandelt. Das ist eigentlich ein urlinkes Anliegen. Und das haben wir in Deutschland mit unserer sozialen Marktwirtschaft ja sehr, sehr gut verwirklicht. Durch diese enorm großen, millionenfachen Zuwanderungen wird natürlich eine große Ungerechtigkeit entstehen müssen, weil wir eben, auch wenn die Deutschen viel gespart haben, sind ja die Sozialkassen angespannt, zumindest angespannt. Noch nicht leer, aber angespannt. Das heißt, wenn der Mann, der Deutsche, der sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und in die Rentenkasse eingezahlt hat, in der Rente weniger Geld rausbekommt als die neu zugewanderte Familie, die frei essen, frei wohnen, frei Strom, da wird es dann schon zu Konflikten kommen. Und ich habe nie verstanden, warum die Politik das billigend in Kauf genommen hat oder in Kauf nimmt. Denn ist doch klar, dass das ungerecht ist. Ein Mensch, der sein Leben lang hier arbeitet und in die Rente einzahlt und dann mit 65 weniger kriegt als der gestern illegal eingewandert ist mit seiner ganzen Familie, da nähert sich dann doch Bürgerkriegspotenzial. Mir kommt fast so vor, als ob das gewollt ist, weil anders kann man sich ja nicht erklären. Zumal ja die Grundlage für gefüllte Sozialkassen auch die Unternehmer sind, die Arbeitsplätze schaffen. Sie leben jetzt ja auch in einer Region, in der es noch viel Mittelstand gibt. Kommt Ihnen da auch viel zu Ohren, das, was man in den Medien liest, dass immer mehr Mittelständler darüber nachdenken, aus Deutschland abzuwandern und den Standort Deutschland zunehmend als mittelstandsfeindlich betrachten, beziehungsweise auch einfach keine Bedingungen mehr vorfinden, unter denen sie wettbewerbskonform produzieren oder Dienstleistungen anbieten können? Also die Frage ist natürlich, ob es sich in anderen Ländern besser gestaltet oder ob der Umzug in andere Länder nicht schwieriger ist. Denn man muss so sagen, in Europa sind eigentlich die Verhältnisse sehr ähnlich. Also man kann sagen, dass insgesamt ist der Mittelstand in Gefahr. Das ist übrigens auch in Amerika so. Wir haben dort einen sehr guten Historiker und Denker, der heißt David Hanson. Victor David Hanson, ein älterer Herr, der hat mehrere Bücher geschrieben. Das letzte Buch ist The Dying Citizen, also der sterbende Bürger. In dem Maße, wie wir illegale Zuwanderung zulassen und gleichzeitig aber den Mittelstand eben, wie Sie gerade sagen, das Produzieren schwieriger machen, weil wir eben zu hohe Energiepreise haben, in dem Maße nimmt auch der Mittelstand ab. Und es bildet sich eine sehr, sehr große Schicht von Menschen, die vom Staat abhängig sind. Und Menschen, die rein vom Staat abhängig sind, werden sich nicht so leicht gegen den Staat wenden, weil sie ja vom Staat die Zuwendungen bekommen. Und sie haben dann eben, peu à peu, ist die große Gefahr, dass der Mittelstand als Rückgrat jeder Gesellschaft herausgebrochen wird und wir dann nur noch von ganz, ganz reichen Leuten, also ich sage immer die 100-Meter-Yacht-Leuten und die G5-Jet-Leute, also die mit ihrem Privatjet über den Atlantik fliegen können, das ist dann die herrschende Klasse,
die teilen die Welt unter sich auf und bestimmen auch durch die artifizielle Intelligenz das Konsumverhalten der Menschen, die abhängig sind vom Staat. Der Mittelstand ist nicht abhängig vom Staat, denn der Mittelstand hat es dann geschafft, durch Bildung und durch Fleiß so viel an eigenem aufzubauen, dass sie letzten Endes ihre eigene Meinung vertreten und unabhängig sind. Und wenn man die auslöscht, dann ist natürlich eine ganz andere Gesellschaftsstruktur vorhanden. Und wir sehen, in welche Richtung das jetzt schon geht. Wenn Sie sagen, also ich habe es nur im Dorf beobachtet. Der Metzger hat zugemacht und an dessen Stelle ist eine Kette getreten. Und ich habe den Metzger gefragt, warum. Und er sagt, wir haben so viele Vorschriften zu beachten, dass ich jemanden einstellen müsste, der sich nur um den Schreibkram kümmert, den wir nach Brüssel und an die Behörden abgeben müssen, um eine Metzgerei zu betreiben. Das lohnt sich für uns nicht. Und diese ganzen Auflagen, die die mittelständischen Betriebe bekommen, auch die großen Betriebe, aber die großen Betriebe haben natürlich eine Rechtsabteilung. Die können sich dann darum kümmern. Ein kleiner Betrieb kann sich keine Rechtsabteilung leisten. Dann wird das Produzieren zu teuer und dann hört er auf. Und damit bricht dann eben eine wichtige Säule oder ein wichtiger Stein aus der Gesellschaft heraus. Und das ist der Mittelstand. Und das ist sehr gefährlich. Was wären denn Ihre Vorschläge, wenn Sie die jetzt an die Politik äußern könnten, was sich ändern müsste, damit der Mittelstand, der ja auch viele wichtige Arbeitsplätze in Deutschland stellt, wieder prosperieren kann? Also es hat gar keinen Sinn, der Politik irgendwelche Vorschläge zu machen, denn die wollen das ja gar nicht hören. Die sind ja praktisch mit der Großindustrie, mit dem Großkapital im Bett. Das ist ja eine Agenda, die ja lange verfolgt wird. Sie können ja nicht den Mittelstand in einer Legislaturperiode, das muss langsam. Das ist ein ganz, ganz langsames Projekt. Aber ich nenne es das chinesische Modell. Und wir haben ja auch während der Corona-Pandemie, haben ja auch einige Politiker, ob das jetzt von der FDP oder von den Grünen war, haben geäußert, dass die Chinesen es besser machen wie wir. Also erstens mal sind die Chinesen eine Diktatur, darf man nicht vergessen. Und zweitens ist es da dort so, dass es eigentlich einen Mittelstand so nicht gibt. Es gibt sehr, sehr reiche Konzerne, die sind dann mit der Regierung praktisch, die sprechen sich untereinander verbunden, ja. Verbunden. Und dann gibt es das Arbeitende, die Ameisen, das arbeitende Volk. Und natürlich kann ich verstehen, dass das chinesische Modell praktischer ist für die, die an der Regierung sind. Weil die herrschende Klasse, weil man sagt, dann wird es weniger Kriege geben, weil das können wir von oben alles besser steuern. Wir steuern das Konsumverhalten, wir sehen, wo Aggressionspotenzial entsteht und wir können durch die artifizielle Intelligenz das auch durch dieses ganze Social Scoring, also wo man den Leuten Punkte gibt, wenn sie brav sind und Abzüge macht, wenn sie nicht brav sind, können sie natürlich eine Gesellschaft leichter steuern. Ich verstehe, dass man dahin will, aber das geht natürlich einem Europäer, der ja Individualist ist, seit 1000 Jahren sind wir ja auch durch das Christentum sind wir ja Individualisten, weil wir ja daran glauben, dass der liebe Gott mit jedem Einzelnen von uns eine Beziehung hat und jedes Haar auf dem Kopf gezählt ist. Sind wir nicht geeignet für so eine Massenherrschaft. Das heißt, es wird in Europa immer sehr schwer werden, das durchzusetzen, weil Sie sehen ja schon an Frankreich, die Franzosen sind praktisch unregierbar, obwohl sie eben, weil sie eben den Protest in sich tragen. In Frankreich gehen die Leute sofort auf die Straße. Wobei natürlich kollektivistische Tendenzen, die hat man ja schon in Corona so ein bisschen geübt, kann man fast sagen. Und daran auch erkennen können, dass ungefähr 2/3, 3/4 der Bevölkerung sich doch zumindest eine gewisse Zeit lang haben steuern lassen. Würden Sie dem zustimmen? Absolut. Und mir kam das auch damals so vor, als ob die ganze Corona-Pandemie den angenehmen Nebeneffekt hatte, dass man eben auch sehen konnte, welche Bevölkerung ist widerspenstig und welche Bevölkerung lässt sich leichter gängeln. Die Schweden haben sie zum Beispiel nicht mitgemacht. Die Schweden hatten nicht mehr Corona-Tote wie wir. Also wenn man im Schnitt sieht. Aber wie gesagt, ich glaube, in dem Maße, wie bei uns der Mittelstand sich aus dem Marktgeschehen verabschiedet, verarmt die Gesellschaft, weil der Mittelstand war und ist das Rückgrat jeder Gesellschaft. Wenn das Rückgrat gebrochen wird,
Wenn es gelingt, das Rückgrat zu brechen, und der Versuch ist ja da, dann sitzen wir im Rollstuhl. Es gibt ja zwei Säulen, an die sich die Menschen wenden in der Hoffnung, dass sie da etwas Halt oder auch Veränderung finden. Das eine ist eben die Politik mit ihrem Wahlverhalten. Es gibt ja jetzt auch Parteineugründungen. Die AfD erzielt im Moment Rekordwerte in den Umfragen und auch bei den Landtagswahlen. Glauben Sie, dass es da eine Art von zusätzlichem Parteienspektrum geben wird, was vielleicht der Demokratie wieder etwas auf die Füße hilft, sei es die Sarah-Wagenknecht-Partei, die erstarkte AfD, vielleicht ja auch eine neu zu gründende Partei oder eine inhaltliche Reform der CDU-CSU. Glauben Sie, dass das gelingen kann? Ja, es ist zumindest der Versuch wert. Und ich sage, wenn man das Geschehen im Parlament beobachtet, dann ist natürlich schon die Diskussionsfreude und die Diskussionsbereitschaft gestiegen in den letzten Jahren. Also ich erinnere mich, in den Merkel-Jahren saßen, haben die nur da in den Sesseln gelümmelt und es ist eigentlich alles durchgewunken worden. Und seit die AfD eingezogen ist, haben sich die Leute erstmal wieder anständig angezogen mit Anzug und Krawatte. Die von der AfD saßen anständig am Stuhl, die anderen haben immer noch gelümmelt. Und es wurde aber wieder diskutiert. Und es wurde auch wieder richtig rumkrakeelt, so wie das im Parlament sich gehört. Weil ich erinnere mich, wie wir in der Schule waren, im Biologieunterricht hat der Herr Kempf immer gesagt, jetzt seid endlich mal still, wir sind doch hier nicht im Parlament. Okay. Also es ging wieder was weiter im Parlament. Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr gute. Und dann haben wir natürlich auch auf der Linken mit Sarah Wagenknecht und Gregor Gysi zwei exzellente Redner, die also sehr, sehr eloquent ihre Punkte rüberbringen und die sie natürlich auch punkten durch ihre Antikriegspartei, weil es ist ja schon auffällig, dass die Grünen, ich habe gesagt, die Grünen waren immer ein Schwindel, weil die Grünen haben behauptet, sie sind eine Friedenspartei, das sehen wir jetzt, das sind die Ersten, die die Panzer und Kanonen und Munition liefern wollen und auch den Krieg antreiben. Die Grünen, durch schwere Waffen. Das ist die Friedenspartei, also da tut es dann schon gut, wenn ein Gregor Gysi oder eine Sarah Wagenknecht gegen den Krieg poltern. Also Sie sehen das grundsätzlich positiv? Sehr positiv. Mehr Demokratie? Ja, unbedingt. Also wir müssen, die Demokratie wird einem weggenommen. Wir haben keinen Vertrag mit dem lieben Gott, dass es uns ewig gut geht. Sondern wir müssen für unseren Wohlstand und unsere Rechte müssen wir kämpfen. Und wenn wir Protagonisten finden, ob die auf der Rechten oder auf der Linken sind, die sich für mehr Demokratie einsetzen, dann muss man sagen, das ist toll, super. Bräuchte es noch mehr Parteien Ihrer Ansicht nach? Gut, zu viele Parteien haben natürlich auch Nachteile, weil dann hat man so eine Riesenkoalition, das gibt's ja in manchen Ländern, und da geht auch nichts weiter, weil da wird die ganze Zeit nur noch gestritten. Das ist natürlich auch kontraproduktiv. Also man müsste schon einen Mittelweg finden, aber der Mittelweg ist sehr schwer zu finden, vor allen Dingen, wenn man schon so weit nach links abgedriftet ist wie wir. Aber nicht nur wir sind nach links abgedriftet, wir müssen natürlich auch noch über die Kirche sprechen. Sie sind ja gläubige Katholikin. Und wenn man sich jetzt Papst Franziskus anguckt, der Klimaaktivisten in den Vatikan einlädt und Migration zum Menschenrecht erklärt, dann fragt man sich schon, warum in einer Zeit, in der im Außen viel Unruhe ist und die Menschen eigentlich eher nach universellen Werten suchen und nach Halt, den sie in der Kirche und durch ihren Glauben finden könnte, warum der Papst dann doch so nah am Zeitgeist agiert. Haben Sie da eine Erklärung für? Wie kommt das? Also wir sind natürlich auch ein bisschen erschrocken, weil wir natürlich auch denken, dass es noch wichtigere Dinge gibt wie das Klima. Vor allen Dingen, weil der Mensch das Klima ja gar nicht beeinflussen kann. Trotzdem müssen wir das Licht ausschalten und trotzdem müssen wir Benzin sparen. Also man muss, und das ist katholische Lehre, mit den Ressourcen schonend umgehen. Und natürlich mit der Umwelt. Das haben wir ja, steht ja sogar im Katechismus drin. Es war natürlich schon so, oder es war immer zu allen Zeiten so, dass die Kirche Teil der Welt und auch zeitgeistanfällig ist. Und der Papst ist Jesuit. Und Sie dürfen nie vergessen, die Jesuiten waren immer der Klerus, der an den großen Höfen die Könige und Kaiser beraten hat. Und auch in China waren die Jesuiten bis am Kaiserthron. Die haben sich ja sogar die chinesische Tracht angezogen. Das heißt, der Jesuit passt sich gerne an das politische Klima an, weil er glaubt, dass wenn er sich den Mächtigen andient,
dass er dann seine Botschaft weiterbringen kann, erfolgreicher weiterbringen kann. Es war so, dass es also in China haben die Jesuiten gewirkt, aber es wurde nie über die Dreifaltigkeit gesprochen in der ganzen Zeit. Ich weiß nicht, wie viele hundert Jahre die dort waren. Und nun muss man sagen, ist die Dreifaltigkeit auch eins der Um und Aufs der katholischen Kirche, des christlichen Glaubens insgesamt. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ganz wichtig. Da wurde nicht drüber gesprochen. Am Hof Ludwig des 14., die vielen Mätressen, die vielen unehelichen Kinder. Wie sind denn da die Jesuiten mit umgegangen? Auch da, man würde sagen, in Bayern, ein bisschen was geht immer. Also, ich würde sagen, eine sehr laxe Moraltheologie, die dann natürlich auch die Jansenisten hervorgebracht hat. Das sind praktisch die evangelischen Katholischen, die also eine sehr, sehr rigide Theologie oder Doktrin vertreten haben. Der berühmteste ist Pascal, der Mathematiker, das war ein Jansenist. Also diese Strömung ist dann Gott sei Dank zurückgefahren, weil wir... Katholiken zeichnen sich ja durch große Lebensfreude und auch Toleranz aus. Also das ganze Strenge kommt eigentlich mehr aus der calvinistischen Tradition und nicht, also evangelischen Tradition, nicht so sehr aus der katholischen. Wir sind eigentlich eher die Religion, die gerne isst, die trinkt, die feiert. Und da hat sich auch was vermischt. Aber wie gesagt, die Jesuiten waren immer sehr nahe an der Macht und auch durchaus an der Macht interessiert. Und so erkläre ich mir diesen Papst. Ich habe einfach das Gefühl, dass dieser Papst, er geht ja jetzt auch mit nach Abu Dhabi, er möchte am Tisch der Mächtigen mit dran sitzen. Ist es denn Zufall, dass wir in dieser Zeit der Globalisierungszuspitzung diesen Papst haben? Das ganze Leben ist kein Zufall. Es ist alles, fällt alles irgendwie wie ein Puzzle zusammen. Wir nennen es die göttliche Vorsehung. Andere sagen Zufall. Aber wie gesagt, der Papst ist auch ein Kind seiner Zeit und er kommt aus Argentinien. Auch da haben wir ja die letzten 60, 70 Jahre diese doch sehr stark sozialistisch geprägten Tendenzen gesehen. Deswegen ist das Land ja auch in den Abgrund geraten. Ich meine, das war ja das reichste Land Südamerikas. Aber als dann die Sozialisten an die Spitze kamen, die haben natürlich dem Volk wunders was versprochen, haben sich das Geld selber in die Taschen gesteckt und jetzt sieht Argentinien aus wie ein Armenhaus. Also das ist, aber wer in so einer Kultur aufwächst, hat natürlich eine andere Forma mentis, wie jemand, der wie wir aus einem Deutschland kommt, das noch durch Fleiß und Arbeit und Ehrlichkeit und eben diese typisch deutschen Tugenden, die jetzt in Verruf geraten sind, für die wir jetzt angeklagt, für die wir jetzt bestraft werden. Ja, man kann, glaube ich, feststellen, dass immer mehr Menschen sich wieder mehr nach Werten sehnen. Und ich hatte gelesen von dem italienischen Vordenker Francesco Giubilei, der sagte, wir brauchen quasi eine konservative Renaissance und der Konservatismus sei die beste Antwort auf die Herausforderungen und Probleme unserer Zeit. Sehen Sie die Chance für eine Renaissance eines Konservatismus und dessen, ja, vielleicht... Also Akteurin oder Multiplikatorin auch Sie sein könnten oder es sind vielleicht schon? Ich bin da nicht so optimistisch, leider, weil ich beobachtet habe, dass bei der konservativen Bewegung fehlt ein ganz, ganz wichtiges Element, nämlich die Rückbesinnung auf die Religion. Es kann nichts gelingen ohne Gott. Und das allererste, was man ausmerzen muss in jeder Gesellschaft, ist das Töten der eigenen Leibesfrucht. Solange der Mensch seine eigene Leibesfrucht tötet, ist er weder ökologisch, ist er weder nachhaltig, sondern er ist schlicht und ergreifend verdammt, in die Abwärtsspirale zu gelangen. Wir haben von Gott das Leben geschenkt bekommen. Und wir haben nicht das Recht, aus praktischen Gründen Leben zu nehmen. Und egal ob konservativ, ob liberal, sozialistisch, kommunistisch, egal was, in welcher Kultur und welchem politischen, solange der Mensch
sich nicht zurückbesinnt darauf, dass jeder Mensch ein Recht zu leben hat. Und dass, wenn ein Kind im Mutterschoß der Mutter nicht das Recht hat, auf die Welt zu kommen, wird die Abwärtsspirale nicht aufhören und es wird in die Selbstzerstörung gehen. Da können wir rudern und machen, was wir wollen. Wir werden uns selbst zerstören. Und wir haben schon die Vorzeichen jetzt. Das sind Vorzeichen. Das kann eskalieren. Und wenn es nicht eskaliert, dann haben wir das den vielen Millionen Betern zu verdanken, die den Herrgott aufrufen und ihn bitten, dass die Menschen wieder zurückkommen zur Besinnlichkeit und zum Frieden. Aber wenn es eskaliert, dann kann es durchaus sein, dass es zu einem Flächenbrand kommt. Und ein Flächenbrand bei den Waffen und dem Arsenal, dem den Menschen heute zur Verfügung stehen, kann durchaus ein nuklearer Winter entstehen, der viele, viele Jahrzehnte anhalten kann. Man muss dazu natürlich sagen, dass wir mittlerweile als westliche Gesellschaften schon so divers aufgestellt sind. Wir haben ja durchaus Teile unserer Gesellschaft, die sehr gläubig sind, oft jedoch nicht dem Christentum zugeneigt, sondern dem Islam. Darüber müssen wir auch noch sprechen. Sie haben sicherlich auch verfolgt, was die letzten Wochen passiert ist. Der Antisemitismus, der als Importware mehr oder minder in Deutschland ganz, ganz unschöne Blüten treibt. Gleichzeitig aber eine verstärkte Religiosität. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das eine Bedrohung, die auch zu einem Flächenbrand führen kann? Oder würden Sie sagen, das ist etwas, was sich über die Zeit der Integration solcher Menschen in die deutsche Gesellschaft wieder beruhigen kann? Wir haben ja die letzten 1000 Jahre große Erfahrungen machen können mit Religionskriegen. Dort hat man, wenn man das genau analysiert, ja gesehen, dass man die Religion als Vorwand benutzt hat, denn jegliche Religion ist friedlich. Ich persönlich habe mit Muslimen nur positive Erfahrungen, denn die Muslime, die in meinem Freundeskreis sind, sind ehrliche Muslime, die wirklich an Gott glauben und die an den Frieden glauben. Und die glauben auch an das, dass man jede Religion tolerieren sollte. Also das, was wir an Terrorismus erleben, das sind ja Menschen, die mit einer Ideologie gefüllt werden und die dafür bezahlt werden, dass sie kriegerische Auseinandersetzungen losbrechen. Das sind praktisch, wie würde ich sagen, wie Soldaten, die leben vom Krieg. Da gibt es ganze Industrien, die leben vom Krieg. Die werden reich durch den Krieg. Der Krieg hat seine eigenen Multiplikatoren. Und ich habe schon ganz zu Anfang der ersten muslimischen Terroristenattacken gesagt, das sind Leute, die werden manipuliert und die werden benutzt. Das hat mit Muslim und den, natürlich wissen wir das, was im Koran steht. Jeder gebildete Mensch hat schon mal durch den Koran durchgelesen oder wenigstens ein bisschen was vom Koran studiert. Natürlich ist der Koran, kann man ihn auch kriegerisch interpretieren. Aber wenn man sieht, wie die Leute heute in den arabischen Ländern und die arabischen Länder florieren, ja, wenn sie nur Katar und Saudi-Arabien und was haben wir noch? Die arabischen Emirate. Das sind ja florierende Gesellschaften. Die schlagen sich nicht die Köpfe ein. Die haben auch noch einen Sicherheitsapparat, der das verhindert. Bei uns ist ja der Sicherheitsapparat ausgeschaltet. Das heißt, diejenigen Geldgeber, die diese jungen Männer aus dem Mittleren Osten engagiert haben, um hier Rabatz zu machen, die kriegen natürlich gesagt, die sollen Allahu Akbar schreien. Aber die sind ideologisch manipuliert. Das ist ja zu allen Zeiten passiert, dass man Menschen, bei uns ja auch die Religionskriege, wenn sie sich überlegen, was Luther darauf aufgerufen hat, Juden umzubringen. Wenn man sich das mal liest, was im Lutherjahr konnte man ja ganz gut auch sich ein bisschen vertiefen. Luther hat ja direkt zur Brutalität aufgerufen. Mhm. Also das gab es ja bei uns genauso. Religion wird immer benutzt, um Menschen aufeinander loszuhetzen. Da stecken aber Interessensgruppen dahinter. Und diese Interessensgruppen haben natürlich überhaupt, die finanzieren auch teilweise die Medien mit. Also insofern ist da sehr schwer, dahinter zu kommen. Aber das ist ein sehr interessanter Punkt, weil Sie ja eben noch sagten, uns fehlt vielleicht der Glaube, also ohne die Religion kann es nicht gelingen. Dann ist aber vielleicht, sind wir weniger in einer Glaubenskrise oder vielleicht auch, aber vielleicht zunächst auch in einer Menschlichkeitskrise. Also wenn wir ideologisch so infiltriert sind, dass, wie Sie es eben sagten,
Söldner gekauft werden, die vordergründig Religionskrieger sind, aber hintergründig vielleicht als Marionetten genutzt werden. Vielleicht ist es dann wirklich eher eine Menschlichkeitskrise oder eine Systemkrise, die durch den Einzug von immer mehr Ideologie in Politik und Gesellschaft ausgelöst wird. Also in erster Linie muss man sagen, die Glaubenskrise, es kommt natürlich auch darauf an, an was Sie glauben. Wenn Sie an einen, die Linde anbeten oder die Eiche anbeten oder so wie wir jetzt in Deutschland erleben, durch die grüne Bewegung wieder zurück zu einer Naturreligion, wenn also sagen wir, das Klima als Religionsersatz herhalten muss, dann kann man das nicht wirklich als Glaube an Gott bezeichnen. Also es ist schon wichtig und wäre wichtiger, dass der Glaube an einen allmächtigen Gott, der wirklich mit den Menschen eine Beziehung unterhält, da ist. Also wenn das irgend so ein pantheistischer Gott ist, der sich nicht einmischt, dann ist das kein richtiger Glaube. Der Glaube an Gott, der friedlich ist und der dafür sorgt, dass die Menschen wieder zu Sinnen kommen und sich nicht gegeneinander herfallen, wie wir das jetzt gerade tun, das ist ein Gott der Liebe, das ist ein Gott der Barmherzigkeit, das ist ein Gott, der mit den Menschen in Beziehung treten will. Und in Beziehung treten mit Gott, wie mache ich das am besten? Natürlich kann ich das auch auf dem Sofa. Aber noch besser kann ich es, wenn ich in die Kirche gehe. Weil da habe ich den Rahmen, den äußeren Rahmen. Das ist eine ganz andere Atmosphäre und das fehlt uns leider. Wir haben Leute, die glauben an tausend Sachen, nur nicht an einen dreifaltigen Gott, der eine Beziehung mit ihm hat, sondern die glauben dann an die Natur, die glauben an das Geld, die glauben an Sex, die glauben an die sehr weltlichen, irdischen Dinge. Aber die glauben nicht an das ewige Leben, dass es sich lohnt, hier ein guter Mensch zu sein, weil man eben sich hier vorbereitet auf ein ewiges Leben, in dem man immer in Liebe und glücklich mit denen lebt, ewig lebt, in der Liebe mit allen, die wir je geliebt haben. Wenn dieser Glaube wegbricht, dann bricht auch die ganze Gesellschaft auseinander und das sehen wir jetzt. Aber wir sehen nur den Beginn. Das führt allmählich zur Selbstzerstörung, aber das kann man ja sehen, wenn man genau hinschaut. Auf der anderen Seite kann uns vielleicht auch hoffnungsvoll stimmen, dass bei den jüngeren Menschen Werte wie Tradition, Familie, Brauchtum doch auch wieder im Aufwind sind. Also nicht alle jungen Menschen sind Klimakleber oder grünaffin, sondern haben doch auch wieder Interesse, ihre Wurzeln zu entdecken und sich Institutionen eben wie Ehe und Familie hinzuwenden. Das ist fantastisch. Ist es nicht sowieso so, dass von Natur aus, was uns Hoffnung geben kann, der Fakt ist, dass der Mensch von seiner Natur aus eher konservativ gestrickt ist? Der Mensch von seiner Natur aus sucht Gott. Und das kann man befördern und behilflich sein. Und das kann man aber auch stoppen und dagegenhalten. Und dagegenhalten kann man natürlich mit dem ganzen Hedonismus-Katalog, der natürlich sehr einfach ist. Mach, was du willst, mach deine eigene Karriere, sorg für dich selbst. Das, was wir die letzten 60 Jahre ständig gehört haben. Es ist natürlich wunderschön, wenn wir wieder junge Menschen haben, die sich füreinander auch, wie sagt man, committen, also eine Zusage geben und sich auch verlässlich, eine Verlässlichkeit füreinander, nicht nur heute so, morgen so, und ich mache die Ehe jetzt, aber wenn ich keine Lust mehr habe, dann gehe ich zu einem anderen und dann wieder einem anderen. Wenn wir da tatsächlich einen Trend zurücksehen zu konservativen Werten wie Familie und Kinder und auch das Ehren der Älteren, da können wir übrigens von den Chinesen viel lernen. Die Chinesen haben ein ganz, ganz gutes Verhältnis zu ihren Älteren und zu den Großeltern. Das gibt's gar nicht, dass die Großeltern nicht mit am Tisch sitzen bei den chinesischen Familien. Wobei die chinesischen Familien oder die China ist ja auch so dezimiert durch die, so wie bei uns auch. Wir haben ja auch die Ein-Kind-Politik gehabt die letzten 60 Jahre. Ja, manche haben 2, 3 Kinder, aber sag mal, das Gros hat ein Kind oder gar keins. Also sie brauchen sich ja nur die Statistiken anschauen für die, für die Geburtsstatistiken. Dann sieht man das ja ganz klar. Also Italien ist ganz runtergefallen. Wenn wir wieder zu einer Fortpflanzungsethik kommen und das wäre eine echte Besinnung auf Konservative, wenn wir an das Leben glauben und nicht sagen, morgen geht alles kaputt. Und wenn die Klimakleber sich mit dem Krieg befassen, weil der Krieg ist die wahrscheinlichste Art, wie wir uns zerstören, nicht das Klima. Das Hauptproblem ist der Krieg.
Aber sie lassen sich zerstreuen und sagen, das Klima zerstört uns. Aber was uns wirklich zerstört und jetzt mittlerweile schon 300.000 Menschen das Leben gekostet haben, sind die Soldaten in der Ukraine. Die sind echt tot. Und die umweltzerstörerische Kraft der militärischen Explosionen und Zerstörung wirft uns klimatechnisch sicherlich 500 Jahre zurück. Also ich kann gar nicht verstehen, wie man auf der einen Seite an Silvester Böller verbieten kann, weil sie schlecht fürs Klima sind. Und auf der anderen Seite ist man dafür, dass in der Ukraine und in Israel und ich weiß nicht wo noch mehr, auch in Afrika gibt es ja noch viele Kriege, mehr Zerstörung durch Bomben und Raketen. Ja, das ist das das ist wie Vulkanausbrüche. Das ist so umweltschädlich wie sonst was. Das wirft uns das können wir gar nicht aufhören. Da können wir Elektroautos fahren, so viel wie wir wollen. Werden wir nie mehr wieder hinkriegen, weil einfach da so viel Umweltzerstörung passiert. Nehmen Sie nur die Explosion der Nord Stream 2 Pipeline. Da ist ja Methangas in die Luft gegangen. Das hat kein Mensch kommentiert. Aber aus Umwelt, also für mich, der ich wirklich grün bin und mich für die Umwelt interessiere und auch was klimafördernd ist und nicht klimaschädigend ist, habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wo sind denn unsere Umweltleute? Sagt kein Mensch, wie viel Kilo da in die Luft geströmt sind, an dem gefährlichsten Methangas überhaupt. Nein, das hat man einfach. Und daran sehen Sie, dass auch diese Diskussion unehrlich ist. Es ist einfach Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist die knallharte sozialistische Agenda durch ein Nebenthema wie Klimaschutz durchzudrücken. Sie haben in einem Interview mal gesagt, das Paradies müssen wir uns verdienen. Ist das vielleicht generell auch das Thema, mit dem wir in dieser Zeit, wo im Außen so viel Unruhe ist, konfrontiert werden, dass wir vielleicht die Demut vor der Schöpfung verloren haben und auch vor dem, ich sag mal, Lebensstandard, den wir genießen dürfen und den guten Sachen, den Frieden, den wir jetzt viele Jahre hatten. Haben wir das einfach verlernt und kriegen jetzt die Chance, durch eine gesellschaftliche Krise, die ja eigentlich den gesamten Westen betrifft, uns dem wieder zu stellen? Wir sind übermütig geworden in der westlichen Wohlstandsgesellschaft. 80 Jahre Frieden haben einen Preis und der Preis ist eben eine gesellschaftliche Degenerationserscheinung, dass wir uns mit Problemen befassen, die überhaupt keine Probleme sind und die echten Probleme nicht mehr sehen. Also wir kleben fürs Klima, aber nicht, wir sagen nichts gegen den Krieg vor der Haustüre. Wir sind tatsächlich extrem übermütig geworden und wir glauben tatsächlich, dass der Mensch alles tun kann. Sie können sich, brauchen sich nur Noah Harari anhören, wenn Sie den auf YouTube sehen. Also die Erschaffung des neuen Menschen durch künstliche Intelligenz und Implantate und diese neue Transhumanismus. Das ist ein derartiger Schwindel und Quatsch. Die Leute werden wieder so auf die falsche Bahn geführt, sollen dafür zahlen, geben Millionen auch auf dieses Meta-Universum. Ich meine, das ist Schnickschnack, das ist ganz lustig und schön zu haben, aber mit welcher Ernsthaftigkeit das betrieben. Und man glaubt tatsächlich, der Mensch kann sein eigener Herr sein. Da kann ich nur lachen drüber. Weil nein, der liebe Gott ist der Boss. Wir sind erschaffen und Sie brauchen sich nur ein Blatt kein einziges Blatt am Baum ist gleich. Kein einziges Grün ist gleich. Das kann nur der liebe Gott erschaffen. Das kann kein Computer, auch kein Supercomputer. Also das ist eben die Hybris des Menschen. Sie meinen, weil sie sowas erfunden haben, dass sie gleich die ganze Welt... Ich sage immer, das Klima wollen sie retten, aber die Immigration können sie nicht stoppen. Also wenn man die Immigration nicht stoppen kann, wieso kann man dann das Klima retten? Wir fallen einfach genau wie im Mittelalter, fallen wir auf den fahrenden Bader ein, der uns erzählt, er hat das Wässerchen erfunden, das den Glatzkopf wieder mit dem vollen Haar. Und alle kaufen das Wässerchen. Es wird einfach nur gut verkauft. Und dadurch, dass wir so viel arbeiten müssen und so müde nach Hause kommen und uns dann vom Fernseher berieseln lassen, und dann auch noch alles an die künstliche Intelligenz abgeben und nur noch googeln, ja, ist ja klar, dass wir verblöden, wenn kein Mensch mehr ein Buch in die Hand nimmt und liest. Es ist jetzt vielleicht für die herbstliche Jahreszeit auch ein ganz guter Tipp, mal ein Buch in die Hand nehmen und lesen und anerkennen, wie Sie es eben sagten, dass der liebe Gott der Boss ist. Liebe Fürstin, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir sind leider schon am Ende angelangt, aber ich glaube, wir haben viele Themen gestreift, die für die Zuschauer von großem Interesse sind. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen auch.